So, willkommen zurück zu Vulkanoids, einer weiteren Folge. Wir wollten forschen, ne? Jetzt nehme ich das Teil mal mit, das habe ich ja, glaube ich. Kann ich denn jetzt hier... Das hier, Raffineriedatenstufe 1, heißt... Was heißt eine Raffineriedatenstufe 1? Was brauche ich denn dafür? Upgraden nicht, ne, oder? Raffineriedatenstufe 1. Raffineriedatenstufe 1. Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1. Ich forsche das mal. Ich glaube, das haben wir ja gerade in der Tasche gehabt. Das können wir auch forschen. Forschungsdaten. Das haben wir ja... Ich glaube, der nimmt das auch, glaube ich, automatisch aus dem Dings raus, ne? Das dauert jetzt ein bisschen. Wir haben am letzten Mal hier auch so ein bisschen sortiert gehabt, alles. Dann würde ich sagen, sortiere ich mal hier so ein bisschen die Kupfersachen da rein. Reparaturkit lasse ich alles hier unten. Hier, die Sachen können erstmal raus. Schredder auch. Frachtmodulstufe. Den können wir vielleicht das Startpult können wir, glaube ich, mal platzieren, weil wir das gerade haben. Einfach mal unten vielleicht. Kann ich das hier so? Uch, nee, ich wollte... Warte mal, ich wollte wieder auf die 1. So. Menü, was haben wir denn da alles? Anfangsraffinerie aufwerten. Drillship, Kapazität. Ah, Energie. Okay, hier steht jetzt alles Bilanz. Alles klar. Rumpf 9 von 9. Energie 400. Alles klar. So, ich würde mal die Kohle hier reinpacken. Okay, hier steht also jetzt alles in der Übersicht, was wir haben. Das ist natürlich super praktisch. Da brauchen wir nicht immer gucken. So, hier ist fertig. Gib mal her. Heißt, kann ich jetzt an der Werkbank ausbauen? Strukturen? Nee. Was habe ich denn da jetzt geforscht? Was habe ich denn da jetzt? Dient zum Erforschen Technologie. Ja. Ah, jetzt kann ich das... Ach so. Das heißt, wir brauchen die Produktions- und die Raffinerietechnologie, um dann... Und Forschungstechnologie, um dann die Blaupausen zu machen. Ah, alles klar. Gut, dann heißt, wir können quasi mit den anderen Sachen dann... Forschungsmodul, glaube ich, auch gleich die Forschung erweitern. Frachtmodul haben wir auch noch. Frachtmodul Stufe 1 dient als kleiner Frachtraum für das gesamte Drillship. Gegenstände im Frachtmodul können mit von anderen Modulen... Ja, das würde ich gleich mal... wo packe ich das denn rein? Ich packe das hier mal mit rein. Genau, dann würde ich sagen, packe ich das hier so ein bisschen sortieren. Forschungsdaten Stufe 1 haben wir noch. Schredder. Den können wir nochmal hier reinpacken. Dann alles für die Forschung würde ich jetzt direkt hier neben der Forschungsstation platzieren. Schisspulver oder beziehungsweise Schwarzpulver. So, warte mal. Wir können bestimmt auch die nächsten neue Waffen herstellen. Das wird jetzt so langsam peu à peu kommen. So, ein bisschen lieben. Weiß gar nicht, wie man Granate wirft. Wahrscheinlich mit G. Würde ich jetzt mal... Weil G für Granate. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Gut, jetzt haben wir ein bisschen sortiert. Sehr schön. Alles wieder in Ordnung. 7 von 15. Man sieht sogar die Plätze. Das ist so super. Also ich muss sagen, das ist echt ein cooles Spiel. Das ist... Vor allem sieht man auch durch das Bildchen, was man drin hat. Man sieht, wie viel drin ist an Menge. So, hier auch... Das ist natürlich mega praktisch, ne? Gut, die zwei Sachen will ich gleich mal gucken, wegen Forschen. Wir können theoretischerweise auch noch mal ein bisschen hier von den... Was können wir denn hier noch herstellen? Kupferbarren. Ja, Schwefelpulver. Einmal Kohle. Und 5 Schwefelerze. Einmal Kohle. Und 5 Schwefelerze. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht mal zweimal das herstellen. Kohle kleben wir wieder zurück. Gut. Das ist ja Schwefelerz, ne? Mit dem Kupfererz können wir, glaube ich, erstmal soweit nichts herstellen. Ach, guck mal, ist fertig. Haben wir das jetzt gelernt? Das heißt, das haben wir jetzt automatisch, ja? Verstehe ich das richtig? Struktur. Jo, tatsächlich. Kupferbodenplatte. Weitere Ebene innerhalb des Drillships schafft.
muss in horizontalen Rahmen platziert werden. Kupferplatte und Kupferrohre. Kupferplatte, Kupferrohre. Testen wir das doch mal. So, wie kann ich das jetzt bauen? Achso, ich muss das, glaube ich, erst, genau, ich muss es erst bauen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir unser Schiff jetzt ausgebaut kriegen. Oh, ob wir das hinbekommen? Ich stelle direkt mal, ja, so 3 Stück her, um erstmal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. So, hier ist fertig, sehr schön. Dann würde ich sagen, platziere ich das einmal hier rein. Und der stellt das her, ne? Wenn ich rausgehe, stellt das weiter her? Ja. Ich bleibe jetzt auch erstmal unter der Erde. Dann können wir jetzt hier noch weiter forschen. Wir haben nämlich noch Forschungsdaten. Ach, einmal Kohle. Wir brauchen dafür auch Ressourcen. Ach so. Lass mal gucken. Genau, das können wir jetzt noch machen. Und haben wir nicht noch mehr? Forschungsdaten Stufe 1? Warte mal, Forschungsdaten Stufe 1. Ah, hier. Haben wir, glaube ich, schon. Da können wir irgendwas anderes machen, ne? Müssen wir mal gucken. Okay, das heißt, dann würde ich das erstmal zurücklegen. Das können wir jetzt machen. Das ergibt was? Ach, das haben wir ja schon. Das ergibt quasi die... Ah, Moment, das haben wir ja schon. Dient zum Erforschen. Zerstörtes Forschungsmodul. Cool, das haben wir schon gemacht, ne? Ergibt dann quasi ein Forschungsmodul. Hier können wir aber noch nichts weitermachen. Was brauchen wir denn hier? Schwefelpulver. Einfache Sprengstoffe verstärken. Schaltet Herstellung von Granaten und besserer Munition frei. Starterforschung aufwerten. Blaupause für integrierte Forschungsmodule. Herstellung von Drillship-Forschungsmodulen frei, mit denen geheimnisvolle Cock-Technologie analysiert werden kann. Raffinerie, Anfangsproduktion. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Okay, dann platziere ich das nochmal zurück. So, die Platten. Haben wir die jetzt? Okay, der pausiert das zwischendurch. Man muss an der Werkbank bleiben? Kann das sein? Warum platziert er das nicht? Grenzungsmodus. Gegenstände werden hergestellt, wenn ein festgelegter Grenzwert Drillship unterschritten ist. Proportionale Begrenzung. Gegenstände werden hergestellt, wenn ein fertiggelegter Grenzwert Drillship... unendlich Modus. Gemäß der Aufgabenanschlag nur Hubs, nur Gegenstände. Gegenstände werden gemäß Anschlag hergestellt und dann entfernt. Okay, so. So, wie baue ich das jetzt? Wie kann ich jetzt hier so einen Bodenplatte... Wie platziere ich die denn? Boden, der eine weitere Ebene innerhalb des Drillships schafft, muss in horizontalen Rahmen platziert werden. Wahrscheinlich brauchen wir erst den horizontalen Rahmen, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, und den horizontalen Rahmen haben wir noch nicht. Schade, ich dachte, wir könnten... Mist. Ich dachte, wir können jetzt unser Schiff erweitern. Das heißt, wir müssen noch weiter forschen. Anfangsraffinerie, Anfangsproduktion aufwerten. Eine Pumpe und 5-mal Schwefelpulver. Haben wir eine Pumpe? Pumpe. Und wir brauchen was noch? Und 5-mal Schwefelpulver. Haben wir. Wir haben 10-mal Schwefelpulver. Testen wir das doch mal. Anfangsproduktion aufwerten. Das testen wir mal. Das können wir auch herstellen. So. Können wir das automatisch mitmachen? Nein. Okay, wir können nur entweder oder, also nicht alles gleichzeitig. Gut. Das heißt, wir können das jetzt erstmal nicht nutzen. Die Pumpe lasse ich mal hier drin. Okay, Vulkanausbruch. Aber wir sind ja eh unter der Erde. Das heißt, ich lasse die Bodenplatten einfach mal da liegen. Und dann können wir beim nächsten Mal einfach mal gucken, dass wir da vielleicht
So, was brauchen wir denn hier? Raffinerie Workable Upgrade. Raffinerie Upgrade? Upgrade? Achso. Legierungsbarren. Jetzt haben wir geupgradet. Achso, wir können... Achso. Man kann die auch einfach... Moment. Halt, stopp. Kupferrohre. Wie stellen wir Kupferrohre her? Jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Kupferbarren. Dazu brauchen wir Kupferbarren. Die wir in der Raffinerie herstellen. Huch! Alter Schwede! Hatten wir die nicht beim letzten Mal schon verbessert? Kupfererz. Kupfererz, warte mal. Ich weiß, wir können das natürlich alles in eine... Ach, man muss das jetzt da rein platzieren, oder was? Damit er das erkennt. Okay. So, ich mach mal 10 Stück. Eisenrohre brauchen wir dafür. Die sind jetzt wahrscheinlich hier unten drin, ne? Ja. Es ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, ein paar Sachen, glaube ich, hier in das Zentrallager zu packen. Damit wir dort quasi immer Zugriff haben für gewisse Gegenstände. Ja, ist ja gut. So, das haben wir hergestellt. Aufwertung. Anfangsproduktion, Aufwertung. Ich weiß gar nicht, was es ist. Hier können wir Kupferrohre. Brauchen wir jetzt 2 Stück. Die würde ich jetzt mal eben herstellen. 2 Stück, damit wir die Forschungsstation aufwerten können. Da gucken wir mal. Sprich mit dem Captain. Ja, das machen wir gleich. Ich bin jetzt erstmal hier im Modus. Upgrade. Hui, uiuiuiui. Standardforschung aufwerten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stufe 2 ist das. Produktionstechnologie, Raffinerie und... Uiuiuiui. Holla, die Waldfee. Okay. Können wir denn... Kupferfenster? Kupferleiter? Kupfertür haben wir jetzt schon mal. Aha. Ein Fenster, das ist ja ganz toll. Okay. Wir müssen also quasi weiter forschen. Die Stufe 1 haben wir ja, ne? Woran erkenne ich denn oder weiß ich denn, dass ich die Stufe 1 habe? Kupferplatten. Warte mal, wenn wir den Tisch aufwerten, was passiert dann? Haben wir keine Kupferplatten mehr? Müssen wir herstellen. Ich stelle mal 2 Stück her. Woran erkenne ich denn, ob wir die Bank oder beziehungsweise die Forschung auf 1 schon gebracht haben? Woran erkenne ich das denn? So, geupgradet. Kupferhebel wird zur Produktion von Herstellung von Geräten verwendet. Herstellung von Geräten verwendet. Armatur. Okay. Eisenpatronenhülsen. Hui. Schrotflinte können wir jetzt auch herstellen. Also Schrotflinten-Dings. Gehärteter Bohrer. Gehärteter Drillship-Bohrer erlaubt es, weichen Stein zu durchqueren. Bereich 2 zum Installieren. In das Feld für den Bohrverbesserung ziehen. Verstärkter Rumpf. Nice. Drillship-Segment. Drillship-Kern 1. Okay, Munition, Komponenten, Werkzeuge. Schrotflinte. Die muss ich haben. Unbedingt. Kupferrohre und 2x Kupferwaffenbestandteile. Waffenbestandteile sind die hier. Die haben wir. Warte mal, da haben wir sogar welche von, ne? Und Kupferrohre brauchen wir. Warte mal. Huch. Ach, die Werkbank ist jetzt, sieht jetzt... Ach so, die ist jetzt auch ein bisschen moderner. Kupferrohre. Dafür brauchen wir Kupferbarren. Die haben wir hier. Muss ja erstmal daran gewöhnen, dass das anders aussieht alles. Ach, das wird jetzt in der Stufe 2 alles von dem Frachtraum. Ach du Heiliger. Okay, das ist natürlich... Die Frage ist natürlich, können wir unseren Frachtraum dann noch erweitern? So, warte mal. Werkzeuge. Schrotflinte. Geil! Schrotflinte! Mega! Gott sei Dank, Mann, gibt's die Pumpgun, sag ich dazu nur. Pistolen, Turmmodul, Forschungsmodul, Stufe 1, Raffinerie.
Kohlekraftwerkmodul, Frachtmodul Stufe 1, Frachtraum 24, das haben wir ja jetzt aktuell, ne? Geräte. Ach du Heiliger. 15, 15, es bleibt gleich. Steuer, nonstop. Kleine Anzeige. Alter, was ist denn jetzt hier alles hinzugekommen? Holy shit. Zweimal Leuchte, Hebelsäule, Pilotensitz. Gut, den kennen wir ja auch schon. Kleine Fertigungssteuerung. Fertigungssteuerung für eine bestimmte Modulgruppe. Großer Banner. Zeigt ein Logo. Wow. Struktur. Okay. Struktur wäre halt interessant, ne? Um halt auszubauen. Jetzt passt die Werkbank hier nicht mehr hin irgendwie. Das ist irgendwie... Ja, ist das nicht irgendwie, ne? Machen wir die doch dahin. So. Okay, dann würde ich den vielleicht auch ein bisschen umsetzen. Und vielleicht hier auf die... Auf den Schrank setzen. So. Oh, nein. Dann machen wir hier wieder Kohle. Ich fände es cool, wenn man da wirklich quasi die bisschen verknüpfen könnte. Also mit dem Frachtraum, dass das irgendwie möglich wäre. Weil jetzt jedes Mal da unten alles reinzulegen, ist auch blöd. Zwei können wir ja nicht bauen, ne? Wir haben ja, glaube ich, noch ein Frachtraum-Upgrade-Modul. Wo war denn das gewesen? Hier war das, glaube ich, ne? Hier Frachtraummodul. Das erweitert ja, glaube ich, nicht den Frachtraum, ne? Kann ich das hier da kann ich platzieren. Da nicht, da, warum da nicht? Da könnte ich das platzieren. Kann ich das abreißen? Ja, Teleskop. Ganz ehrlich, Teleskop kann da mal hin. So, Frachtraum. Ja, der Käpt'n ruft schon wieder an. Was will der denn schon wieder? Das ist doch nicht wahr. So, was haben wir denn hier? Das ist dasselbe wie unten. Ist natürlich super praktisch, dass wir es jetzt hier oben haben. Ich würde das gerne erweitern. Das wäre natürlich mega. So, meine Frage ist, was machen wir jetzt? Kontaktieren den Käpt'n. Ja, komm, dann rufen wir den mal an. Was will er denn? So, Blaupause. Einfachen Sprengstoff. Wir benötigen Möglichkeit, ganze Drillship zu zerstören. Ihre Maschinenforschung herauszutrennen. Dafür brauchen wir Sprengstoff. Jo, machen wir. Was haben wir hier noch? Raffineriemodul Stufe 1 bauen. Neue Ressourcen erfordern eine bessere Einschmelzvorrichtung. Eine Raffinerie auf Modulbasis ist vielseitiger und schneller als Werkbänke. Du kannst die Raffineriewerkbank immer noch bei Energieengpässen oder unter Tage verwenden. Jop, was haben wir noch? Okay, Upgrade Research Worktable. Alles klar, die können wir jetzt nochmal erweitern. Aber haben wir doch Stufe 1, oder? Research Table, Stufe 1. Ach, haben wir jetzt schon gemacht. Toll. Müssen wir es nochmal machen? Oder hat das schon übernommen? Upgrade Research Table. Okay. Befehl des Drillship wieder auf über Tage zu fahren. Ja, das machen wir doch mal. So. Über Tage. Gut, wir müssen... Aber wir sind so ein bisschen strukturierter jetzt mittlerweile, ne? So ein bisschen strukturierter ist ganz gut. Handgranate haben wir ja schon, aber wir müssen die bauen. Die war... So, hier ist die Werkbank. Ja, schön. Handgranate, wo war denn das? Wo konnten wir denn nochmal Handgranate bauen? Handgranate? War das hier? Nee. So, klicke auf... Warte mal, wir machen jetzt erstmal Raffineriemodul Stufe 1. Das ist hier. Raffineriemodul Stufe... Nee. Raffineriemodul? Aber das ist doch eine ganz... Ah, hier, Raffinerie Stufe 1. Raffineriemodul Stufe 1 brauchen wir dafür. Das ist das, was wir hatten, ne? Forschungsdaten, Technologie Stufe 1.
Warte mal. Nee, können wir nicht herstellen. Raffineriedatenstufe 1, Raffineriedatenstufe 1. Sprengstoff, Schwefelpulver. Ja, das können wir herstellen. Wir müssen aber, das habe ich hier noch gar nicht, hier das hier oben. Raffineriemodulstufe 1. Gucken, wo das hergestellt wird. So, Spitzhacke auswählen, warum? Schwefelerz haben wir. Schwefelerz haben wir doch, Herr Kollege. So, Schwefelerz, Schwefelerz, Schwefelerz. So, das packen wir mal ins... Brauchen wir ja gar nicht mehr runter, können wir hier machen. So, Schwefel... haben wir nicht mehr, ne? Schwefelpulver herstellen. 5 mal, 15 mal brauchen wir's. So. Schwarzpulver müssen wir auch herstellen. So, dann brauchen wir Kupferschrauben, Kupferrohre. Ja. Ich würde mal ein bisschen Kohle nochmal ins Dings packen, in den Frachtraum packen, vorsichtshalber. Kupferschrauben, Kupferrohre. Die Werkbank ist hier. Oh, guck mal, wir können panzerbrechende Revolvermunition jetzt herstellen. What the fuck? Und Munition für Schrotflintenturm. Für Schrotflintenturm? Haben wir was Neues bekommen? So, wir müssen Kupferrohre herstellen. So, dann brauchen wir Kupferschrauben. So, zack. Oh, Kupferrüstung. Geil. Drücke Alpha 4, um die Rüstungsfunktionsleiste auszuwählen. Lege Rüstung selbst an oder schütze damit deine Verbündeten. Nice. Ah, hier ist das Raffineriemut. Ah, okay. Noch ein Bett haben wir bekommen. Wir haben irgendwie alles doppelt hier. Teilweise. Frachtluke. Strukturen ist aber noch nichts dazugekommen. Schade eigentlich. Handgranate herstellen. Das war bei Munition. Nee, wo war das denn? Hier. Eine Handgranate herstellen. Nee, wir brauchen 15. 15 Handgranaten? Ernsthaft? Handgranaten. Holy shit. Handgranate nehmen. 1 von 3. 1 von 3? So, wir werden angegriffen. Ja. Baumeisterkopf suchen. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal schon irgendwie gewesen. Hat er es nicht gespeichert gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Bei dem Baumeisterkopf kann ich mich entsinnen, war auf jeden Fall schon mal in unserem... Kann das sein, dass wir nicht mehr viel... Hui. Alter Schwede. So, sonst irgendwas noch kaputt zerstört? Wie viel haben wir denn noch an Reparaturkit? Nicht mehr viel. Aber ansonsten ist soweit alles 100%. Raffineriemodulstufe 1. Das hatten wir, glaube ich, hier bei der Werkbank jetzt auch, ne? Was brauchen wir denn dafür? Kupferplatten, Kupferschrauben, Schredder und... Okay, warte mal. Schredder hatten wir. Schredder ist hier. Den packe ich mal in den Frachtraum rein. So, dann brauchen wir... Anpinnen wäre noch super. Wenn man die Rezepte noch anpinnen könnte. So, dreimal Kupferplatten, dreimal Kupferschrauben. Dreimal Kupferplatten und dreimal Kupferschrauben. Dreimal Kupferplatten, dreimal Kupferschrauben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Ne, warte mal. Ach, das ist ja auch bei der Werkbank. Ich muss da noch erstmal so ein bisschen durchblicken. Kupferschrauben. Ach, Kupferschrauben waren das. Warte mal. 1, 2, 3. Nein, wir brauchen Kupferbarren, ne? Die werden an der Raffinerie hergestellt. So, warte. Komponenten. So.
Raffineriedatenstufe 1 brauchen wir jetzt. Und dazu brauchen wir... Raffineriedatenstufe 1. Raffineriedaten, Stufe 1? Raffinerietechnologie. Hier, Stufe 1. Ah, können wir herstellen. Nee, hä? Habe ich das jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Ein Schredder, hä? Wo ist denn der Schredder hin? Den habe ich doch... Ah, hier. 0 verfügbar, 0 Schredder. Ach so, wir brauchen, warte mal, den packe ich jetzt hier rein. Dann zählt der das, ne? Also okay, wir brauchen nochmal einen Schredder. Haben wir gar nicht, ne? Okay. Huiuiuiuiuiuiui. Gut, das heißt, wir müssen auf jeden Fall on Tour gehen. Wir haben ja noch die Granaten, da müssen wir ja auch noch ein bisschen was machen. Da Schießpulver packe ich mal hier hin. Dann würde ich sagen, wir brauchen sowieso auf jeden Fall Kohle. Wir haben jetzt ein gewisses Weilchen auf jeden Fall unter Tage verbracht. In der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir mal wieder über Tage und gehen ein wenig, geben ein wenig Gas, was Sammeln angeht und so. Und dann müssen wir ein bisschen Kohle sammeln und den Baumeisterkopf noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal das Schiff ausgebaut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das mal an, ob wir das hinbekommen. Also, bis dann. Tschüss.